Guten Tag zusammen. Heute besprechen wir das Thema Prophylaxe. Grundlagen der Prophylaxe. In der Pflege ist es besonders wichtig, prophylaktisch zu arbeiten. So, was sind Prophylaxen? Ja, Prophylaxe übersetzt erstmal dieses Wort aus dem Griechischen vor etwas Wache halten. Wovor Wache halten? Wir halten Wache, dass Gesundes gesund bleibt und zu einer anderen Erkrankung nicht noch zusätzlich der Mensch erkrankt. So, das heißt, die Gefahren wahrnehmen. Ja? Ein Bewohner hat eine schwere Grippe, dieser Bewohner war sonst noch mobil, ist über die Gruppe gelaufen, jetzt hat er eine schwere Grippe, der Arzt hat Bettruhe verordnet und der Bewohner fühlt sich auch sehr schwach. Also er ist nicht in der Lage, im Moment sich alleine zu positionieren, sich alleine zu pflegen und da diese Gefahr müssen Sie jetzt erstmal wahrnehmen. Aha, Bewohner liegt im Bett, er ist schwach, ja, er ist im Moment immobil. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich prophylaktisch, also vorbeugend arbeiten, damit keine Zusatzerkrankungen dazukommen. Also Gefahren wahrnehmen. Der nächste Punkt. Diese Gefahren, die ich wahrgenommen habe, auch beurteilen. Ja? So, das heißt, ich habe Bewohner, die zum Beispiel sowieso eine empfindliche Haut haben, ja, da weiß ich, ich muss jetzt noch mehr aufpassen, dass die Haut intakt bleibt. So, ich habe die Gefahren beurteilt. Ich fange nun an, entsprechende Maßnahmen zu planen. So, ich plane diese Maßnahmen, schreibe sie in Pflegeplanung nieder, in der Pflegeplanung. Also die Pflegeplanung ist ein Dokument der Pflegedokumentation. Nun fange ich an zu handeln. Also ich mache das, was wir festgelegt haben, was ich festgelegt habe. Zum Beispiel alle 2 Stunden einen Bewohner zu lagern oder positionieren. Das mache ich jetzt. So, es bringt nichts, wenn ich Gefahren wahrnehme, wenn ich sie beurteile, wenn ich Maßnahmen plane, wenn ich handle. Wenn ich alles das, was ich gemacht habe vorher, wenn ich das nicht auswerte, ja, wenn ich nicht evaluiere, wenn ich das, was ich gemacht habe, nicht kontrolliere, ja. So, wenn ich prophylaktisch arbeite, was mache ich zuerst? So. Natürlich Ursachen ausschalten. Das ist nochmal wichtig, dass ich einfach darauf achte, jemand kann sich nicht alleine bewegen. Ich bin jetzt gefragt, ich muss es jetzt machen. Also die Ursache, diese Immobilität, muss ich jetzt halt eben berücksichtigen. So, die Ursachen werden ausgeschaltet.
die Maßnahmen, die wir jetzt festgelegt haben, die jetzt festgelegt worden sind, müssen natürlich jetzt auch regelmäßig durchgeführt werden. Es hat keinen Sinn, wenn Frühschicht oder nur Spätschicht oder nur Nachtschicht diese Maßnahmen durchführt, ja, sondern sie müssen regelmäßig durchgeführt werden. Das heißt auch, nicht nur der Tagdienst macht diese Maßnahmen, sondern auch in der Nachtwache muss zum Beispiel umpositioniert werden. So, rationell arbeiten. Das heißt, ich gehe jetzt morgens eine Grundpflege machen bei einem Bewohner und während dieser Grundpflege lasse ich die entsprechenden Prophylaxen gleichzeitig mit einfließen. Ja, und nicht, ich mache eine Grundpflege, bin damit um 8 Uhr fertig und gehe dann um 8:30 nochmal in dieses Zimmer, nochmal zu diesem Bewohner und führe dann die Prophylaxe durch. Sondern wirklich schon während der Grundpflege kann man schon so rationell arbeiten, dass man bestimmte Prophylaxen mit einfließen lässt. Effektiv arbeiten. So, da steht bei den Prophylaxen immer an erster Stelle die Mobilisation. Ja, dass ich wirklich schaue, dass ich diesen Bewohner, wenn möglich, wieder langsam anfange zu mobilisieren. So, ganz wichtig, die Teamarbeit. Ja, es sollen alle Mitarbeiter sollen am gleichen Strang ziehen. Jeder muss verstehen, aha, wir müssen jetzt prophylaktisch arbeiten, damit keine Zusatzerkrankungen erfolgen. Ja, es ist erstmal die Teamarbeit. Dann wird auch mit dem Bewohner zusammengearbeitet. Ja, man erklärt dem Bewohner jeden Schritt, den man macht, warum man jetzt prophylaktisch arbeitet, vorbeugend arbeitet und nicht einfach nur macht am Bewohner, sondern ihn mit einbezieht in seine Pflege. So, jetzt möchte ich mit Ihnen über einige Prophylaxen sprechen. Prophylaxen, die besondere oder Bedeutung haben in der Pflege. So, die Decubitus-Prophylaxe. Decubitus übersetzt Druckgeschwür, ja? So, jede einzelne Prophylaxe werden wir dann nochmal besprechen. Die Thrombose. Die Thromboseprophylaxe. Thrombose, Blutgerinnsel. Die Intertrigo-Prophylaxe. Intertrigung wund sein.
Die Obstipationsprophylaxe. Obstipation, Verstopfung. Aspirationsprophylaxe, ganz einfach gesagt, das ist Verschlucken, eigentlich die Übersetzung Ansaugen von Fremdkörpern in die Luftröhre. Ja? So, es gibt natürlich noch mehr, aber da kommen wir noch zu, mehr Prophylaxen. So, besprechen möchte ich mit Ihnen zuerst die Aspirationsprophylaxe. Aspiration, Verschlucken. Kommt sehr häufig vor im Altenheim, dass Menschen sich verschlucken aus verschiedenen Gründen. Ja, die sehr schwach sind, nicht mehr richtig schlucken können, da kann das vorkommen, dass auch Menschen beim Verschlucken sich wirklich ersticken. Also bei Aspiration eine große Gefahr für alte Menschen. So, wer ist besonders gefährdet, sich zu verschlucken? Das sind in erster Linie auch Menschen, die dement sind. Ja, insbesondere bei der Alzheimer-Demenz kommt das häufig vor, dass der Bewohner sich verschluckt. Menschen nach Schlaganfall, ja, wenn vielleicht eine Halbseitenlähmung vorliegt, ist gleichzeitig auch die Speiseröhre mit betroffen. Menschen vielleicht auch, die zu hastig essen. Ja? Menschen vielleicht, wo die Zahnprothese vielleicht auch nicht richtig sitzt. Ja, diese Menschen sind alle besonders gefährdet. Oder die mit eingeschränktem Bewusstsein. Ja? So. Also es passiert immer häufiger, dass Menschen im Altenheim versterben, nur alleine, weil sie sich verschluckt haben. Ja, ein Grund natürlich auch mit diesem Verschlucken ist, wenn Essen zu hastig angereicht wird. Ja, wenn die Pflegekraft nicht wartet, bis der Bewohner den Mund leer hat. Ja. Vielleicht beim Kaffeetrinken den Kaffee vielleicht zu hastig gibt oder der Bewohner selber trinkt zu hastig oder Wasser, ganz einfache Sachen, ja, wo schon das Risiko besteht, jemand zum Beispiel nach Schlaganfall, der nicht richtig schlucken kann, ja, verschluckt sich am Wasser, verschluckt sich am Gemüse, ja, erstickt letztendlich. So, wenn Sie wissen, die haben die Gefahr wahrgenommen, aha, Herr Müller mit seiner Demenz, ja, hat diese Schluckstörung bekommen, ja, ich muss jetzt aufpassen, was mache ich jetzt? Ja. Vor Jahren hat man das immer gemacht bei Menschen mit Schluckstörungen oder die gar nicht mehr schlucken konnten. Ne? Dann kam die Magensonde. Heute macht man das nicht mehr. Heute macht man, ja, man achtet einfach mehr drauf. So, wie gebe ich jetzt das Essen? Worauf achte ich? Ich dicke den Kaffee an, ich dicke die Getränke an. Es gibt ein Pülverchen, das kann man reinstreuen. Ja? Das verändert nichts an den Geschmack. Ja, aber dieses Risiko wird einfach minimiert, sich zu verschlucken. Zum Beispiel bei den Demenzkranken, die nicht gut oder nicht lange ruhig sitzen können, da muss man sich halt eben die Zeit nehmen, ja, dem das Essen anzureichen. Ja, und wenn man halbstündlich hingeht und probiert, ebenso bei den Menschen mit Schlaganfall. Aufzupassen ist natürlich auch bei der Aspirationsprophylaxe bei Menschen mit eingeschränktem Bewusstsein, ja, die einfach das nicht richtig wahrnehmen, dass sie jetzt Essen gereicht bekommen, vielleicht das Essen ansammeln im Mund,
und sich dann nach einer gewissen Zeit dann verschlucken. So, da sind Sie jetzt gefragt. Wie gesagt, Getränke kann man andicken. Sie reichen Essen nur mit einem kleinen Löffel. Das Essen muss gegebenenfalls passiert, also püriert werden, sodass sich keine großen Stücke drin befinden. Reichen Sie das Essen im Bett an, dann sollten Sie darauf achten, sollte der Bewohner sitzen im Bett, also Kopfteil hochstellen. Dieses Kopfteil bleibt auch nach dem Essen anreichen, dann noch circa eine halbe Stunde erhöht, für den Fall, dass er vielleicht einen Reflux bekommt oder er erbricht und erstickt nachher an seinem eigenen Erbrochenen. Ja. Also bei der Aspirationsprophylaxe Zeit nehmen beim Essen anreichen. Ja. Und nicht, wie es manchmal schon vorkommt, drei Bewohnern gleichzeitig das Essen anreichen. Ja, soweit zur Aspirationsprophylaxe, ein Einblick in diese Aspirationsprophylaxe. Kommen wir zur Obstipationsprophylaxe. Obstipation, Verstopfung, also das heißt, der Mensch hat eine erschwerte Darmentleerung. Ja, Stuhlgang trocknet ein im Darm und häufig kommt es zu Kotsteinen, sodass der Bewohner wirklich nicht, auch aus bestimmten Gründen, wie zum Beispiel die Bauchpresse selber ist nicht mehr so da im Alter, ne, nicht die Möglichkeit mehr hat, diesen Stuhlgang abzusetzen. Ja. Aber Sie können einiges machen. Ja. Sie wissen jetzt zum Beispiel, der Herr Schmidt bekommt jetzt aufgrund seiner Unruhe oder bestimmte Medikamente, die auch eine Obstipation fördern. Das sollten Sie jetzt wissen, aha, die zum Beispiel Psychopharmaka oder starke Schmerzmittel können eine Obstipation auch fördern. Aber es gibt auch noch andere Gründe, nicht nur die Medikamente. Das ist natürlich bei alten Menschen so, häufig trinken sie zu wenig, da kann es schon dran liegen. Oder, was eigentlich immer so ist, mangelnde Bewegung. Ja. Dazu kommt noch, was natürlich diese mangelnde Bewegung auch zu verstehen ist, dass alte Menschen sind nicht mehr so beweglich wie ein junger Mensch. Ja? Dazu kommt noch die Ernährung. Die Ernährung spielt eine ganz große Rolle. Ja? Viele alte Menschen ernähren sich sehr ballaststoffarm. Ja? Das heißt, viel Weißmehlprodukte und Kuchen, vielleicht auch noch Schokolade und so weiter, ja, häufig ein Grund auch für eine Obstipation. Zum Beispiel Abführmittel, das allerletzte Mittel, ja, da sollte die Pflegekraft vorher schon für sorgen, dass ein Abführmittel möglichst nicht benutzt wird. Also was machen wir jetzt? Am Anfang der Prophylaxen haben wir gehört, die Ursachen müssen ausgeschaltet werden. Wenn bei einem Bewohner die Ursache zum Beispiel der Flüssigkeitsmangel ist, er trinkt zu wenig, ja, dann schalte ich die Ursache aus, das heißt, ich gebe ihm jetzt mehr zu trinken. Ja. Oder ich ändere halt eben die Ernährung. Ich versuche ihm ballaststoffreiche Kost anzubieten, wenn er sie dann auch annimmt. Ja. Ich kann Darmmassagen machen. Ja, Medikamente kann ich natürlich, die eine stopfende Wirkung haben, kann ich natürlich nicht einfach absetzen. Ja, aber ich weiß, er nimmt die Medikamente und ich muss das jetzt berücksichtigen. Ganz wichtig ist auch, viele alte Menschen neigen zur Verstopfung aufgrund von einem Abführmittelmissbrauch, den sie früher zu Hause durchgeführt haben.